Also wir haben hier einen demilitarisierten kleinen Panzer, Ex-Bundeswehr. Den müssen wir jetzt ein bisschen vorbereiten. Der geht an irgendwelche Künstler in Berlin. Die wollen den farblich verunstalten und dann irgendwo hinstellen. Kannst du sagen, wo du den her hast? Ja, den haben wir irgendwann mal gekauft aus so einem Erbe. Der Sohn konnte damit nichts anfangen. Dann haben wir den übernommen. Habt ihr öfter Panzer oder ist es auch für euch schon was Besonderes? Also früher war das mit dem Handeln von Panzer natürlich alles viel einfacher. Heute ist das ganz schwierig. Es gibt gar nichts mehr zu kaufen. Und wir müssen natürlich ganz genau gucken, wenn wir sowas verkaufen, weil sowas bekommt nicht einfach jeder. Haben wir da welche drin gehabt oder nicht? Die haben wir da drin lassen. Voll sind, ne? Ja, die haben wir weggemacht. Vielleicht gibt er ja. Boah, Scheiße. Ich spreche das so gut an wie der da. Ja. Ausnahmsweise mal ein Auto ist lang schon. Da werden wir nur den Schlüssel, weil sie Wetter haben. Was würde man sagen? Da werden wir den Schlüssel. Harry, fahr mal das Auto vor. Ich muss sagen, das ist gut, Stefan. Ja. Da brauchen wir einen Brechstamm. Schon so, Fuß arschglatt hier. Es geht ab in den Schnitzel, du. Komm herauf. Komm, dann lassen wir mal laufen, damit ein bisschen warm wird. Nee, komm, Brecheisen. Batterien hatten wir ja abgeklemmt. Ich komm nicht rein, wenn er durchgeht, ne? Ha? Ich komme nicht rein, wenn er durchgeht. Wie? Beim letzten Mal haben wir gesagt, ja. Wenn jetzt alles festgefroren ist und du gibst Gas und der. Licht habe ich da. Und was ist das Problem? Hier ist alles eingefroren. Klopfen wir nochmal dagegen. Ja. Also. Ich habe den ja auch hier reingefahren. Der muss jetzt raus, der soll rüber in die Werkstatt, der wird jetzt geschnitten. Der ist verkauft, so wie es ausschaut. Dass er weggeht. Machen wir mal eine Olaf, die Luke auf schon mal. Oh ja. Ja. Ja, nee, muss ich mich echt da reinsetzen? Oh, nee. Lecker. Warte, ich hol mal was. Papier, ja, bitte. Ja, aber richtig dickes, ne? Oder willst du das Ding hier haben? Hier ist fest drauf. Ja. Da mal was Neues. Was? Chris, du musst gleich da hinten weg, ne? Wegen dem Rückwärtsgang. Ja. Bleib mal hier am Luftansaugen, ne? Oh je. Das war's. Also ein Panzer springt schon mal nicht an, wenn er zu wenig Strom hat oder zu wenig Kraftstoff oder wenn mit dem Motor was nicht stimmt. Batteriewagen, oder? Meinst du, reicht? Warte, hör. Der Batteriewagen reicht? Ich denke schon, ja. Das ist ja ewig kalt, das ist ja. Mal gucken, wie ich da überhaupt rein. Der steht natürlich jetzt schon mehrere Monate. Den habe ich vor ungefähr ein halbes Jahr hier runtergefahren und die Batterien noch drin gelassen und die sind jetzt einfach nur entladen. Und jetzt überbrücken wollen und dann müsste da eigentlich kommen. Stopp! Hör auf, das fängt schon an zu kokeln, ja. Macht nichts, das ist nur weil Wasser dran ist. Probier die mal. Schlechter, ne? Jetzt? Ja? Nee, schlechter. Komm, ich hol das Auto. Hast du einen anständigen Brenner? Oder muss mit der Flex? Flex.
Da brauchst du aber einige Scheiben, ne? Weißt du schon, wo du schneidest? Steht da drauf. Da? Da? Achso, die gelben. Und zweimal da. Die weißen Umrandungen, oder? Ja, und zweimal da. Müssen wir einige Mal anstehen. Fahren wir ein Stück weiter vor, dann kommen wir besser dran zum Anklemmen, oder? Da ist eins dran zum Klemmen dran, mit der Steckdose und mit der Klemme. Das hat gefehlt. Da liegt das nicht unten drin. Hier war 12 Volt, ne? Ja, wir haben keine Dose gegeben. Nee, wir blenden so dran, Bruder. Wir nehmen die Batterie. So, der Stecker wird stehen da. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, wo der Rückwärtsgang war. Weil die da Gestänge selber gebogen haben. Deswegen schön hinten, ne? Weggehen. Dass wenn der Olaf den Motor anlässt, weil ja alles ziemlich kalt ist und ziemlich steif ist und unter der Motor durchgehen würde, das heißt, der dreht einfach hoch und wir können nicht mehr kontrollieren zum Abschalten, dann muss ich ihm hier die Luft wegnehmen, am Turbo. Ohne Sauerstoff keine Verbrennung, ohne Verbrennung kein Motorlauf. Deswegen sitze ich jetzt hier und mache praktisch die mechanische Abschaltkontrolle vom Motor, falls er Probleme macht, falls er uns durchgeht, weil sonst zerreißt den. Der Diesel wird drehen, bis er kaputt geht, bis er zerreißt. Das ist also quasi der Sicherheitsbeauftragte. Ja, deswegen habe ich auch eine gelbe Jacke an. Dann brauchst du aber, ne? Ja, du brauchst du. Das tut dir an, ne? Mit 17.000 Bohrern. Ich glaube, die Batterie wird jetzt erstmal ein bisschen geladen. Die sind tot. Besser wäre, einfach neue Batterien reinzumachen, aber. Fahren können, das wäre jetzt kein Problem für mich gewesen. Nur der Olaf wollte halt auch gerne mal Panzer fahren. Beide Seiten, andere Seite auch. Andere Seite auch? Ja.
Absicht machen. So.